Guten Tag, Hallihallo und damit recht herzlich willkommen im Train Simulator. Fahren Sie heute im Auftrag der DB History die Regionalbahn von Remagen nach Koblenz. Heute mit historischem Zugverband. Fahren Sie die RB nach Koblenz, das ist unser Aufgabenziel. Dauer ca. 45 Minuten und Schwierigkeitsgrad einfach. Ja, heute mal Karlsruher Steuerwagen. Ganz neu erschienen von Virtual Railroads. Dazu natürlich wieder das passende Szenario-Pack von der JTG. Am Zugschluss haben wir einmal die Baureihe 141, der Knallfrosch. Ja, schöner DB-Keks. Und würde ich mal sagen, machen wir uns direkt mal in den Führerstand des Zuges. Zuvor öffnen wir aber noch die Türen, lassen die Fahrgäste dann aussteigen. Hier auch ein schöner neuer Zugverband, der da von VR mitgeliefert wird. BNRZ-B-Wagen, auch bekannt als Silberlinge. Ja, und der Steuerwagen, natürlich mit der Kennzeichnung BDNRZF. Höchstgeschwindigkeit 140 Stundenkilometer. Und ja. So, PZB einschalten. Da kommt schon eine Dosto-Garnitur mit 146 wahrscheinlich. Eine Lokomotive der Baureihe 101 und ein Intercity hinten dran. Wir haben aktuell noch Halt zu erwarten. Von daher fahren wir auch noch nicht ab. Bleiben so lange im Bahnhof, bis wir hier einerseits die Türen geschlossen haben. Und bis das Signal uns freie Fahrt gibt. Ja, wir sollten vielleicht mal noch auf den Ebola-Fahrplan eingehen. Sollten uns hier entsprechend Remagen raussuchen. Haben wir getan. Wir stehen nämlich aktuell im Bahnhof von Remagen und fahren dann ab in Richtung Koblenz Hauptbahnhof. Genau. So, die Türen schließen sich. Zack, da macht's Klatsch am ganzen Zug. Und unser nächster Halt ist dann Sinzig am Rhein. Der Intercity darf natürlich noch vor uns raus, weswegen wir hier noch Halt vorsignalisiert haben. So, wir können hier auch mal in die Nachtansicht wechseln. Genau, Sinzig am Rhein. Die Uhrzeit stimmt nicht und auch die Zugnummer nicht. Sowie die Geschwindigkeiten, die angeschrieben sind. Bitte diese, ja, ignorieren. So, einmal kurz Bremse lösen. Funktioniert. Und einmal leicht anziehen. Funktioniert auch soweit. Ja, eine kurze Übersicht mal hier im Steuerwagen. Hier oben haben wir nochmal das Lämpchen. Ja, aber die Führerraumbeleuchtung brauchen wir jetzt aktuell noch nicht. So dunkel ist es noch gar nicht. Es ist zwar schon 20 Uhr am Abend, aber wir haben noch genug Zeit, bis die Sonne tatsächlich untergeht. So, wir nehmen hier mal eine Scheibenwischerstellung höher. So, und jetzt dürfen wir los. Fahrtrichtungswender in die Stellung V für Vorwärtsfahrt. Führerbremsventil lösen. So, die Bremsart ist auch schon eingestellt. PZB obere Zugart. Und dann würde ich mal sagen, können wir auch los. So, schön aus dem Bahnhof ausfahren von Remagen. Da hört man auch nochmal schön das Schaltwerk.
der Grund, weshalb die Lokomotive den Spitznamen Knallfrosch bekommen hat. So, runterschalten und dann auf Aus. Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich im außerplanmäßigen Zug von DB History von Remagen nach Koblenz Hauptbahnhof. Sehr exklusiv. Eine Damenstimme, sehr schön. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. So, und weiterfahrt dann mit 60. Entgegen kommt uns 189, würde ich mal sagen. Genau, 189. Containerzug. So, hier die Instrumentenbeleuchtung mal noch nachträglich eingeschaltet. Scheibenwischer können wir jetzt auch ausmachen, es hat aufgehört zu regnen. Und dann hätten wir hier die 60 km pro Stunde Marke erreicht. Das genügt uns dann als Geschwindigkeit. Zumindest vorerst. Ja, und dann müssten wir auf der Hauptstrecke die Höchstgeschwindigkeit auch schon ausfahren dürfen. Genau, 140. Einmal hochschalten, bitte. Wir haben noch den Zugkraftanzeiger und Motorstrom. Die Fahrdrahtspannung. Und auf der linken Seite die Heizspannung. Ja, und da vorne kommt dann auch schon Sinzig am Rhein. Nächster Halt, Sinzig. Ja, der Ausstieg müsste in Fahrtrichtung rechts sein. Wir können auch schon mal langsam runterbremsen. Ah, schön, wir müssen sogar mal etwas kräftiger am Bremshebel ziehen. So, 1000 Hertz Beeinflussung. Ja, und noch dran denken, der Bahnhof kommt. Ja, und da ich das Bremsverhalten des Steuerwagens bzw. des Zugverbands noch nicht ganz so gut kenne, gehen wir hier lieber auf Nummer sicher und fahren relativ langsam am Bahnsteig ein. In der Regel ist das natürlich auch mit höheren Geschwindigkeiten möglich. Aber um hier keine Fehlbremsung zu riskieren, lieber etwas langsamer. Dafür punktgenau. Ja, unser Zugverband dürfte auch gar nicht so lang sein. Wir können dann schon etwas eher anhalten. Genau. Auch schön hier die quietschenden Bremsen. Und dann öffnen wir die Türen. Ja, drei Personenwagen. Plus Steuerwagen und dann noch die Lokomotive hinten dran. Gar nicht mal so lang. Also ich muss sagen, die 141 gefällt mir auch sehr gut. Hier schön beige und dann unten dieses, ja, türkisblau. Ja, wir schließen die Türen.
Wann schließen sie sich denn? Jetzt. Immer noch mal schön nachschauen. Genau, hängt auch keiner am Zug. Die Bremse wird gelöst. Eigentlich schaut man dann jetzt auch noch mal raus, worauf wir hier im Simulator aber verzichten können. Ja, wir hätten vielleicht den Steller in die Ausposition mal stellen sollen. Huch. Relativ viel Leistung jetzt vorgewählt. Okay. Das geht auch etwas fühlsamer. Also einfühlsamer. Ja, zuerst einmal die Geschwindigkeit von 40 nicht überschreiten und... Jetzt aber. Auf 50 dürfen wir hoch. Und dann wieder mit der Leistung runter. Ich muss auch sagen, es macht richtig Spaß, den Steuerwagen mal zu fahren. Und das auch in so einer schönen Qualität. Echt klasse. So, was ist denn hier? Gleisbaustelle. Und ein Gegenzug kommt auch noch. Ja genau, hier wird ein bisschen Schotter ins Gleis geschüttet. Die Bauarbeiter stehen entsprechend hier auch daneben und Rangierer wahrscheinlich auch. Oder beziehungsweise allgemein Bahnpersonal. Ja, das ging jetzt ein bisschen schnell. So, dann beschleunigen wir weiter. Wir sind ja nun wieder auf der freien Strecke. Nochmal kurz hier das Bremsventil überprüft. Oder beziehungsweise den, das Führerbremsventil so rum. Und dann schalten wir hier einmal gehörig Leistung auf. Der nächste Bahnhof kommt dann in circa 4 Kilometern. Und nein, das ist nicht Köln-Eiffeltor. Die Bezeichnungen stimmen hier gerade nicht. Okay, der Bahnhof kommt auch schon. Dann nehmen wir die Leistung wieder häppchenweise runter. Wir gehen dann in die Ausstellung. Lassen den Zug ausrollen. Und bremsen dann ab. Wird bestimmt gleich wieder die freundliche Damenstimme kommen. Und uns den nächsten Halt ankündigen. Genau, Bad Breisig wird es sein. Beim Streckenkilometer 62. Na, ausgerechnet hier fehlen jetzt die Hektometertafeln. Nächster Halt, Bad Breisig. Da kommt schon der Haltepunkt. Stärker bremsen. Das sollte aber noch klappen.
Noch keine Gefahr, dass wir hier durchrutschen. So. Nochmal leicht lösen. Und dann wieder etwas kräftiger dran ziehen. Fahrmotorlüfter könnten wir jetzt auch mal einschalten. Scheibenwischer müssen wir wieder einschalten. Damit uns die Lokomotive da hinten auch nicht wegglüht. Können wir mal ganz kurz hinten in die Lok reingucken. So sieht's hier aus. Auch schön sogar mit den abgeplatzten Lackresten hier am an den Leitungen. Sehr schön gemacht. Okay, wieder zurück im Steuerwagen. Der Schaffner pfeift, oder in unserem Fall wahrscheinlich die Schaffnerin. Obwohl ich glaube sogar, im Steuerwagen werden ja hier die Ansagen durch den Triebfahrzeugführer durchgenommen. Aber der ist ja in unserem Fall hier männlich. Es sei denn, er hat eine sehr feminine Stimme. Was natürlich auch möglich ist. So, jetzt sind alle Türen zu. Aber die Lokbremse. Eieiei. Da müssen wir noch ganz kurz. Ja, jetzt geht's. So, dann Leistung auf. Nein, erst nochmal aus. Und jetzt kommt's. Das klingt richtig lustig. Nochmal Doppelstockwagen. Und die Scheibenwischer müssen wir noch eine Stufe höher stellen, wie am Anfang schon. Ja, das Wetter ist heute relativ regnerisch. Ich hätte mir persönlich eher ein bisschen Sonnenschein gewünscht. Aber das Wetter kann man ja bekanntlicherweise nicht kontrollieren. Einer der wenigen Faktoren, mit denen wir uns abfinden müssen. Und dann heißt es auch gleich schon wieder für uns anhalten. Der nächste Haltepunkt kommt. Ja, Ausstieg dann hier auch wieder in Fahrtrichtung rechts. Ja, wir können jetzt ruhig mal auf 50 Stundenkilometer runterbremsen und dann am Bahnsteig anfangen. Ja, okay, dann müssen wir. Ja, wir müssen schon etwas stärker in die Bremse gehen. Dass die Eisen quietschen mögen. Guten Tag, Kollege. Ja gut, 40 wieder am Bahnsteigsanfang. Das ist immer eine Geschwindigkeit. Da kann man sagen, da kommt man rechtzeitig zum Stehen. Eigentlich ja etwas schneller, aber
Sicher ist sicher. Im Normalfall, wie gesagt, mit 60 am Bahnsteig anfangen. Ja, da wisst ihr wenigstens jetzt, wieso ich so lange keinen Steuerwagen gefahren bin. Selbstverständlich hat mir das meine Glaskugel vorhersagen können, dass dieser schöne Steuerwagen irgendwann auf uns zukommen wird. Nee, Spaß, also die Glaskugel ist aktuell in der Reparatur, von daher konnte ich das nicht wissen. Das war einfach Zufall. Und ja, ich finde, der ist wirklich ziemlich schön geworden, der Steuerwagen, muss ich sagen. Ah ja, gut. Den PZB-Fehler haben wir hier trotzdem. Das liegt aber wahrscheinlich nicht an den Wagen, sondern eher am Simulator selbst. Da kann Virtual Railroads eher weniger dafür. Und es dauert immer relativ lange, bis sich hier die Türen schließen, fällt mir so auf. Wahrscheinlich ist es aber bei dem echten Zugverband genauso gewesen, bis sich da entsprechend Druck aufgebaut hat, beziehungsweise das Signal in den letzten Wagen dann da noch durchgeschlagen ist. So. Und wir sollten jedes Mal auf Ausschalten. Und auch den Scheibenwischer können wir wieder ausmachen. Das lässt sich übrigens mit der Tastenkombination V bzw. Shift V oder die Steuerung V regeln. Also die Wischgeschwindigkeit. Oh, die Leistung fährt ziemlich hoch. 80 kN. Das ist dann doch schon etwas viel. Ja, wir haben natürlich auch die 110 Stundenkilometer gleich zu erwarten. Da hatten wir ja entsprechend die Ankündigungstafel vor dem Bahnsteig. Ach nein, sogar 140, okay. Dann befinden wir uns aktuell schon im Bereich wahrscheinlich. Nein, das auch nicht. Und da kommt ein 101 entlang gefeuert mit einem Intercity hinten dran. Relativ zügig kam die hier um die Kurve geschossen. Na gut, wir müssen gleich, glaube ich, Andernach. Oder müssten Andernach erreichen, aber nein, der Bahnhof ist etwas zu klein, um ihn Andernach zu nennen. Das müsste dann hier Namedy sein. Werden wir gleich zu hören bekommen. Ja, ein bisschen streckenkundig bin ich doch. Ja, bei über 20 Fahrten auf dieser Strecke sollte das ja auch mittlerweile endlich mal klappen. Schön, dass ich mindestens einen Bahnhof erkennen konnte. Ja, ich habe die PZB doch gar nicht angerührt, lieber Simulator. Da müsste DTG echt mal was dran machen. Ständig kommt diese Meldung und wir müssen stärker abbremsen. Oh, gar nicht gut, gar nicht gut. Ein Stückchen nach vorn rollen. Am besten hier in dem Fall vor das Signal. Unser Zug ist ja relativ kurz, aber der Bahnsteig ist noch kürzer, würde ich meinen. Und da wir einen Steuerwagen haben, sollten wir relativ bündig mit der Bahnsteigkante halten. Dann wieder die Türen öffnen.
gibt doch bestimmt auch eine Innenansicht, oder? Schade. Aufrufen kann ich sie zumindest nicht. Wäre schön gewesen, wenn wir uns da mal hätten hineinsetzen können. Dann müssen wir das eben so erledigen. Boah, schön. Noch die alten Sitzbänke. Und dann wird einmal kräftig gepfiffen. Das heißt, Türen schließen. Wie gesagt, das dauert etwas. Kein Grund zur Beunruhigung. Na? Jetzt bin ich aber doch beunruhigt. Schließen die mal? Ja, das Piepen kommt schon. Jetzt. Okidoki. Und dann wollen wir uns einmal das schöne Aufschaltgeräusch des Schaltwerks von 141 anhören. Na? Jetzt hat man es relativ schön gehört. Ich glaube, wir waren auch gerade tatsächlich an der Leistungsgrenze der Lokomotive. Und bei 110 ist dann Schluss. Mehr dürfen wir nicht. So, Leistung fährt runter und dann in die Stellung aus. Jetzt müsste aber Andernach kommen, ne? Na gut, hier unten brauche ich gar nicht hineinzuschauen. Die Anzeigen stimmen bei mir. Nicht bei euch sollten sie stimmen. Das ist ein kleiner Bug, den es. In wenigen Minuten erreichen wir unseren nächsten Halt Andernach. Ja, das ist ein kleiner Bug, den gibt es nur bei mir. Exklusiv Bugs von ThinkNewFlyNew. Nee, also woran das genau liegt, kann ich euch auch nicht sagen. Und wenn ich es wüsste, hätte ich versucht, den Fehler zu beheben. War da nicht gerade ein Zug? Okay. Also entweder sehe ich gerade Geister oder... Ja. Keine Ahnung. Also ich habe da gerade einen Zug gesehen. Vielleicht bin ich auch einfach übermüdet. Ist natürlich auch möglich. Bin schon relativ lange wach heute. Und wieso piept jetzt die PZB? Okay, I don't know. Und dann mal runter mit der Geschwindigkeit. Oh. Jawohl, nee, die Bremskurve ist relativ gut. Ja gut, 60 am Bahnsteigsanfang, ungefähr. Haut gerade so hin. Da drüben haben wir, wie es scheint, einen Heißläufer. Ja, schöner langer Bahnsteig. Wie man es von Andernach kennt. Eine 6,28. Nein, zwei sogar. So, gleich an die Türen drängeln, wie das auch in Natura immer abläuft. Jeder möchte natürlich einen Sitzplatz haben.
Und wir sind sozial und lassen zuerst die Personen aussteigen, die aussteigen wollen. Und da keiner aussteigen will, denn sie freuen sich alle, dass sie mit uns fahren dürfen, steigen wir ein. Immer schön Fensterplatz nehmen. So. Genau, und wenn dann hier unten der Wartebalken durchgelaufen ist, können wir auch die Türen wieder schließen. So, jetzt piept's einmal. Und nein, damit ist kein Mäuschen gemeint. Ja, wir lösen die Bremse. Und dann versuchen wir mal den Zug von hier außen losfahren zu lassen. Wunderbar, und das klappt. Ja, da spürt jemand den Beat. Und wie? Sollte man nicht unbedingt am Bahnsteig machen, aber okay. Die Dame passt mit auf, sie wird sonst vom Zug mitgenommen. Und ja, sie wird vom Zug mitgenommen eigentlich. Wieso staunen sich hier alle Personen? Sind wir so beliebt? Wahrscheinlich schon. Ein Käffchen. Ja, was die nächsten Bahnhöfe angeht, da kenne ich mich dann nicht mehr so gut aus. Also Remagen und Andernach, die waren noch zu erkennen und Namedi so relativ dazwischen. Das geht noch klar, aber den Rest, ja, da muss ich dann eigentlich wahrscheinlich auch am Bahnhofsschild nachschauen. Dafür ist es einfach zu lange her, dass ich auf der Strecke gefahren bin. Und hauptsächlich fahre ich ja auch, wenn ich hier fahre, entweder Güterzug oder Fernverkehrsschnellzug. Was die ganze Sache nicht wirklich erleichtert. Ich sollte vielleicht mehr mit dem Ebola-Fahrplan arbeiten, denn der verrät uns eigentlich immer relativ viel. Genau, in Andernach waren wir gerade. Die Baustelle hier gilt für uns nicht. Gut, dass wir es mitbekommen haben. Nächster Halt, Weißenturm. Ja, Weißenturm sagt mir auch noch was als Ortschaft so. Da müsste gleich die, ich glaube, Burgruine oder Turmruine kommen. Oh, das war knapp heute. Na komm, lieber Steuerwagen, du musst noch ein Stückchen weiter runter mit der Geschwindigkeit. Oder was erlaubt denn das Signal? Das erlaubt 60, okay. So, verkürzter Signalabstand. 120, dann auf der Hauptstrecke wieder. Und dann hätten wir hier den Bahnhof. Das ist schon ziemlich lange her, dass wir hier nicht auf dem Hauptgleis gehalten haben. Entweder steht eine Zugüberholung an oder das Gleis ist aus irgendeinem Grund gesperrt. Werden wir aber sicherlich noch mitbekommen. Vielleicht hält auch einfach der Zug planmäßig hier. So. Die Türen öffnen. Na, die wollen wohl gar nicht aufgehen hier vorne. Lediglich dort hinten wollen die Personen einsteigen. Na ja, klar, ist keine Stauchzone mehr.
Soll ich mal einen kleinen Überblick verschaffen? Und nein, mit meiner Burgruine lag ich irgendwie falsch, wie es scheint. Dann hatte ich da Unrecht. Keine Burgruine, nein. So, die Türen schließen. Wir lösen die Bremse. Beachten erst einmal die Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern, die uns die PZB hier vorschreibt. Langsam ins Rollen kommen und dann kann man relativ zügig die Leistung erhöhen. Ansonsten gibt es immer so ja, unangenehme ruckartige Bewegungen am Anfang. Und das ist für die Passagiere und auch für uns nicht wirklich angenehm. Mit 60 werden wir dann rausgeschickt. Und wir gehen noch eine Scheibenwischerstellung höher. Sollen es sein. Und die streben wir natürlich auch an. So, da hätten wir sie. Oh, wunderbares Bild. Blauer Himmel. Und dieser schöne Zug. So viele Bahnhöfe heute, die wir anfahren müssen. Das hat die Regionalbahn ja so an sich. Und ja, wie zu Anfangs schon angemerkt, die Lokomotive bzw. der Steuerwagen und eigentlich der gesamte Zug stammen von Virtual Railroads. Die Strecke Köln-Koblenz habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung über einen Affiliate-Link verlinkt. Wenn ihr über diesen bestellt, würdet ihr den Kanal passiv unterstützen. Und das Szenario müsste von der JTG sein, Join Together, ebenfalls über Virtual Railroads erhältlich. Ja. So, hier drüben wieder das Kernkraftwerk. Sehen wir hier drüben. Und dann sollte auch der nächste Bahnhof gleich in Sichtweite sein. Nächster Halt, Urmitz. Die Glaskugel könnte doch schon aus der Wartung zurück sein. Mal schauen. Vielleicht hat sie der Postbote ja im Flur abgestellt. Was diese komische Animation hier soll, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist wieder mal unser Viertelmond. Oh, na, der Bahnsteig ist noch relativ weit weg. Und jetzt ist es schon wieder näher als gedacht. Ja, einen Moment mal unaufmerksam. Und schon ist das Hindernis im Weg. Ist auch sehr schön. Wir dürfen hier mit relativ ja, historischem Rollmaterial entlangfahren. Und hier drüben sehen wir dann die neuen Doppelstockwagen. Mit 146er wahrscheinlich wieder. Genau. Und die Dame steht zu nah am Bahnsteig. Und der Herr dahinter auch. Und die Dame, ja gut, die weicht gerade nochmal aus. Hat sie gut gemacht.
so viele neue, ich sag jetzt mal, Personen hier im Train Simulator. Die Dame hier zum Beispiel kenne ich auch noch nicht. Hier hinten die Dame müsste auch neu sein. Den Herrn, den haben wir schon mal gesehen. Es fällt mir gerade so auf, also ich lerne hier gerade neue Personen im Train Simulator kennen. Auch mal sehr schön. Urmitz. Verbinde ich irgendwie immer mit Urmel aus dem Eis. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich einfach aufgrund der Buchstaben. Und dann die Türen schließen mit der Tastenkombination Shift T. So, die Türen sind geschlossen. Na, jetzt. Ach ja, die PZB. Und dann. Na? Wann setzen wir uns in Bewegung? Jetzt setzen wir uns in Bewegung. Nein, immer noch nicht. Da müssen wir nachschauen, was nicht stimmt. Jetzt geht's. Wir verabschieden uns vom Örtchen Urmitz. Oh, der Baum sieht richtig schön aus. Wunderbar animiert. Oder ausmodelliert eher. Animiert ist der eher weniger. Wenn wir aus Urmitz ausgefahren sind, dann heißt für uns der nächste Bahnhof Koblenz-Lützel, ne? Ja, müsste Koblenz-Lützel sein. Und da dieser Fahrplan für einen, ja, eigentlichen Erzzug gedacht ist, hört er hier im Bereich Mosel-Gleis auch auf, würde ich sagen. Genau, und führt dann in Richtung Mosel. Güterbahnhof, Koblenz-Mosel-Güterbahnhof wäre die komplette Bezeichnung. Und wir fahren ja dann über, ich glaube, Stadtmitte bis zum Hauptbahnhof. Da kommen dann nochmal die schönen Brücken. Ja, jetzt dürfen wir erstmal fast 7 Kilometer die Sau rauslassen. Da folgen jetzt relativ lange keine Bahnhöfe mehr. Auch mal schön. Ja, der Regen möchte einfach nicht nachlassen. Immer dieses Nieselwetter. Dadurch wird dann immer die Schiene schön rutschig. Und wir können etwas schlechter bremsen. Im Notfall nehmen wir aber einfach den Sand dann dazu. Der sollte die Reibung zwischen Rad und Schiene minimieren. Können wir hier eigentlich die Leselampe noch einschalten? Nee, wie es scheint nicht. Doch, es geht mit Shift L. So, grün. Unser nächster Halt ist Koblenz-Lützel. Und vor Koblenz-Lützel erstellen wir auf jeden Fall nochmal einen Speicherpunkt, denn dort wird es arbeitsspeichertechnisch wieder richtig kritisch. Noch 3 Kilometer noch. 90, okay. Da müssen wir die Wachsamkeitstaste drücken. Die Gleiskoppelspule ist zum Glück nicht vorhanden und nicht aktiv.
Oh, hier kommt sogar noch eine 160er Beschilderung. Ja, das liegt wahrscheinlich wegen der relativ... Oder liegt an der relativ starken Kurve, die hier vorne auf uns zukommt. Auf der linken Seite sehen wir dann auch nochmal das allseits bekannte Brückenstellwerk, was wirklich wunderbar aussieht. Und direkt dahinter das DB-Museum Koblenz. Koblenz-Lützel, hier steht es auch nochmal dran. Und der Bahnhof müsste auch gleich kommen, von daher sollten wir mal runterbremsen. Ich befürchte, dass der Bahnhof eher kommt als gedacht. Nee, ist noch genug Platz dazwischen. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Wir hätten eigentlich auch ruhig hier unten nachschauen können. Ja, da wo jetzt Hürth Karl Scheuren steht, ist natürlich Koblenz-Lützel. Ja, mal wieder verkürzter Signalabstand. Und da wir ja eh schon fast bei 40 sind, brauchen wir gar nicht weiter abbremsen. Den Rest erledigt. Ja, einmal der Rollwiderstand und der Luftwiderstand. Oder? Nee, die Taronadel bleibt fast stehen. Naja, im schlimmsten Fall müssen wir manuell nochmal eingreifen. Vorerst möge der Zug einfach vor sich hin rollen. Schön, wie der hier durch diese Kurve rollt. Immer wieder faszinierend. Vor allem mit so einem neuen Rollmaterial. Immer wieder Begeisterung. Puh. Das ist jetzt schon relativ knapp gewesen. Ja. Oh, so kurze Bahnsteige. Na, aber wir stehen gut. Wir stehen sogar sehr gut. Die Türen bitte auf. Koblenz-Lützel. Mal schauen, wie oft werden wir denn diese freundliche Damenstimme noch hören. Insgesamt wahrscheinlich zweimal. Einmal Koblenz-Stadtmitte. Und dann am Hauptbahnhof. Schon beeindruckend, die Lokomotive. Die Dachkonstruktion wieder feinstens ausgearbeitet. Ja, und dann schließen wir ein weiteres Mal die Türen. Wenn der Herr nicht einsteigen will, dann hat er Pech. Na, wann gehen die Türen zu? Jetzt. Ja, das ist wirklich ein bisschen mit Geduld verbunden, muss man echt sagen. Die Türen, die sind nicht ganz so schnell. So, zu beachten sind jetzt wieder die 40 Stundenkilometer. Mitte. So.
So, da schlängeln wir uns noch einmal durch die Weichen hindurch. Unsere heute, ja, silberne Schlange. Oh, dieses schöne Bild hier nochmal genießen. Ja, wenn ich schon die weißen Sitz- oder Kopflehnen sehe, dann rechne ich mal stark damit, dass das der erste Klassenbereich ist. Genau, und hier geht es dann in Richtung Koblenz-Mosel-Güterbahnhof. Dort wäre der schwere Erzzug entlang gefahren. Den will ich unbedingt mal wieder fahren. 189er, CRKV-Kupplung, ja, Gesamtzuggewicht wahrscheinlich 3500 Tonnen, irgend sowas richtig hohes. Also wirklich Zuggewichte, bei denen normale Schraubenkupplungen zerbersten würden, wo man dann eben auf die Kompaktautomatikkupplung zurückgreift. So, und dann hätten wir als nächstes Halt zu erwarten. Wir halten hier vor dem Signal, damit wir eben noch die ja, eventuelle Signalisierungsänderung mitbekommen. Türen werden geöffnet. Wir stecken mal den Kopf zum Fenster hinaus, allerdings auf der linken Seite. Türchen sind schon offen. Genau, hier Koblenz Stadtmitte. Auch lustig, Koblenz wird relativ klein geschrieben und Stadtmitte relativ groß. Ich meine, eigentlich ist es doch wichtiger, in welcher Stadt man ist. Im Gegensatz zur ja, Untergliederung Stadtmitte, Lützel oder Hauptbahnhof. Okay, es wird gepfiffen. Huch, das war die falsche Taste, die wollte ich nicht drücken. Die Türsteuerung ist am Piepsen. Und wenn die aufgehört hat zu piepsen, dann stecken wir noch einmal den Kopf aus dem Fenster. Ja, den Bahnsteig können wir hier nicht ganz einsehen, würden natürlich hier entsprechend auf den Zugbegleiter mit achten. Und nachdem wir dann die Bremse gelöst haben, können wir anfahren. Das mit maximal 40 Stundenkilometern, denn wir haben ein weiteres Mal HP0 zu erwarten. Und da vorne ist auch schon der Hauptbahnhof. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren Endbahnhof Koblenz Hauptbahnhof auf Gleis 4. In Koblenz haben Sie Anschluss an einen Regionalexpress nach Linz über Fallender, Engers und Neuwied. Abfahrt ist 20.47 Uhr auf Gleis 10. Einen Intercity nach Nürnberg über Bingen, Mainz, Frankfurt Flughafen und Würzburg. Abfahrt ist 20.48 Uhr auf Gleis 4 und eine Regionalbahn nach Mayen über Andernach, Gruft, Mendig. Abfahrt ist 20.52 Uhr auf Gleis 5. Im Namen der Deutschen Bahn und DB History verabschieden wir uns von allen Fahrgästen und wünschen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Also ich muss wirklich sagen, das mit der weiblichen Stimme ist wirklich sehr schön gemacht. Ist mal was anderes. Ich glaube, das habe ich bis jetzt nur zweimal erlebt. Einmal kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir das auf der Strecke Projekt Freiberg hatten, als wir mit einer Ludmilla gefahren sind. Und zwar hatten wir da eine weibliche Fahrdienstleiterin, glaube ich. Oder Triebfahrzeugführerin, das weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall Ludmilla und Güterzug. Also wer sich dafür interessiert, einfach bei YouTube Think New, Fly New, Ludmilla, Projekt Freiberg eingeben und dann bekommt ihr das entsprechende Video. Es ging relativ lang, ich glaube eine Stunde ungefähr. Irgendwas in der Richtung. Und wieder mal haben wir eine weitere Fahrt erfolgreich absolviert. Ich bedanke mich wie jedes Mal fürs Zuschauen, für die Bahnbegeisterung von euch.
würde mich sehr über ein Abo von euch freuen. Natürlich könnt ihr wie immer die kleine graue Glocke daneben anklicken und somit werdet ihr über die neuesten Videos benachrichtigt. Ich würde mich auch über ein Däumchen nach oben freuen. Genauso darüber, wenn ihr das Video teilt. Am besten natürlich mit euren Freunden. Und unter dem Video einen kleinen Kommentar hinterlasst. Ich sage Tschüss und allzeit gute Fahrt wünscht Think New Fly New.